Hello World. In Vorbereitung auf das Corporate Learning Camp spreche ich heute mit Dr. Harald Geißler, Professor für Allgemeine Pädagogik unter besonderer Berücksichtigung der Berufs- und Betriebspädagogik in Hamburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Organisationsentwicklung und Organisationslernen, betriebliche Weiterbildung, Weiterbildungsmanagement, Beratung und Coaching. In seinem Portfolio ist mir ein Begriff besonders aufgefallen, und zwar virtuelles Coaching. Herr Professor Geißler, was kann ich darunter verstehen? Ja, virtuelles Coaching ist etwas sehr Innovatives und ich denke auch sehr Zukunftsweisendes. Wenn wir auf die letzten vielleicht 20 Jahre zurückschauen, können wir eins feststellen, nämlich dass Coaching nach einer anfänglichen Phase der Skepsis sich in der Wirtschaft sehr gut etabliert hat. Coaching ist heute Standard in allen großen Organisationen. Coaching meint dabei allerdings eine persönliche Kommunikation, eine Präsenzkommunikation zwischen Coach und Coachee. Die müssen zusammenkommen. Das erfordert entsprechende Reisezeiten und Räumlichkeiten. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor und ein Zeitfaktor. Aus diesem Grunde wird seit einigen Jahren immer mehr darüber nachgedacht und werden Erprobungen vorgenommen, die modernen Medien zu nutzen für Coaching-Prozesse. Vor allem das Telefon, aber auch Skype werden immer normaler für Coaching-Prozesse. Genau das beforsche ich. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse ist dabei, dass Coaching-Prozesse sich sehr gut mithilfe der modernen Medien realisieren lassen, dass dabei aber ein Potenzial noch besteht, was sehr, sehr interessant ist und bisher wenig genutzt worden ist. Nämlich, dass die Coaching-Prozesse mithilfe der modernen Medien auch sehr gut vor- und nachbereitet werden können. Das allerdings setzt voraus, dass die modernen Medien nicht nur als kommunikationstechnisches Hilfsmittel genutzt werden, sondern auch als Selbstlernmittel. Und da haben wir ja lange Erfahrungen mit Hilfe von E-Learning. Beides verbinde ich miteinander. Also das ist mein innovativer Ansatz, die modernen Medien zu nutzen, um Zeit und Raum zu überbrücken und gleichzeitig sie als ein Hilfsmittel zu nutzen, für Selbstlernprozesse, also Coaching-Sitzungen mit Hilfe von Selbstlernprozessen vorzubereiten und nachzubereiten. Und auf diese Weise wird es dann möglich, dass die Sitzungen sehr kurz und ergebnisstark und natürlich auch kostengünstig werden. Werden Sie einen Vortrag, eine Session anbieten? Ja, das denke ich schon. Ich möchte gerne einen Punkt aufgreifen, der in der Praxis immer wieder große Beachtung findet oder zumindest von großer Bedeutung ist, meines Erachtens wenigstens, nämlich die Nachhaltigkeit von Präsenzseminaren. An der Stelle möchte ich gerne ansetzen. Bei Praktikern herrscht wohl Konsens darüber, dass Präsenzseminare keine sehr hohe Nachhaltigkeit haben. Abschätzungen gehen davon aus, dass nur etwa 10-20% von dem, was in Seminaren tatsächlich gelernt wird, dass nur so wenig auch wirklich am Arbeitsplatz angewendet werden. Also die Wirksamkeit ist sehr, sehr gering. Betriebswirtschaftlich ist das natürlich eine große Katastrophe. Für Unternehmen, für die Weiterbildung ein strategischer Erfolgsfaktor für die Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie ist. Für solche Unternehmen ist es natürlich sehr wichtig, dass die Nachhaltigkeit deutlich höher ist. Ich gebe zu, dass es viele Unternehmen gibt, für die Weiterbildungsmaßnahmen mehr so einen, ich sag mal, sozialpolitischen Charakter haben, also für die Umsetzung der Strategien nicht so wichtig sind. Aber es gibt auch zunehmend mehr Unternehmen, also sozusagen eine kleine radikale Minderheit, die unternehmensstrategische Bedeutung von Seminaren, von Weiterbildung erkannt hat. Und diese Unternehmen, die haben ein großes Interesse an einer erhöhten Nachhaltigkeit. Die können das einfach nicht akzeptieren, einen Nachhaltigkeitsgrad von 10-20% in Kauf zu nehmen. Und für diese Unternehmen habe ich ein entsprechendes
virtuelles Transfercoaching entwickelt und über die letzten Jahre mit sehr gutem Erfolg erprobt, in Kooperation mit verschiedenen Kooperationspartnern. Lassen sich die Vorteile und lässt sich eine Effizienzsteigerung messen und belegen? Ja, wir haben da Untersuchungsergebnisse, die sehr erfreulich sind. Etwa um die 60% ist die Erfolgsmarke. Das ist nicht spekulativ, und zwar deshalb nicht, weil in das Tool eine Messlatte, ein Evaluationsaspekt eingebaut ist. Und zwar wird immer wieder gefragt, zu wie viel Prozent habe ich mein Transferziel jetzt erreicht? Und vorsichtig geschätzt liegt die Erfolgsrate etwa bei 60%. Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren bei diesem Modell? Ist es die Fokussierung auf ein Ziel, die Zuwendung oder das Commitment? Der wichtigste Erfolgsfaktor ist der freundliche Impuls, das umzusetzen, was man sich selbst vorgenommen hat. Manche sagen auch, der sanfte Tritt in den Hintern, das umzusetzen, was ich mir selbst als Ziel gesetzt habe. Ich habe das zunächst gar nicht so erwartet, weil es auch meinen humanistischen Vorstellungen widerspricht. Aber die Praktiker, die spiegeln mir das immer wieder zurück. Die Teilnehmer gehen ja mit gutem Willen in die Praxis. Aber der Alltag überrollt sie. Und ja, dann, ich höre immer wieder von diesem seltsamen Tier, das Schweinehund genannt wird. Also dieser Schweinehund kommt und sorgt dafür, dass das nicht umgesetzt wird, was die Leute sich selbst vornehmen. Und die Tatsache, dass da jemand ist, der draufschaut, was ich mache, und ein genauer Telefontermin festgelegt wird, wo ich Rechenschaft ablegen muss, von mir selbst und von meinem Coach, wie weit ich denn jetzt gekommen bin, was von dem, was ich mir selbst vorgenommen habe, was von dem ich wirklich umgesetzt habe. Ein solcher Termin übt einen heilsamen Druck aus. Vom Druck zum Sog. Was erwarten Sie persönlich vom Corporate Learning Camp im September? Ich hoffe auf interessante Kontakte. Ich hoffe auch, Unternehmensvertreter kennenzulernen, die ein ernsthaftes Interesse daran haben, Weiterbildung für die Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie einzusetzen. Und mit solchen Menschen werde ich sicherlich sehr interessante Gespräche führen, auch ihnen ersagen können, welche Erfahrungen ich mit dem virtuellen Transfercoaching habe. Vielleicht ergeben sich interessante Kooperationen, die für mich auch immer Lernchancen sind, dieses sehr innovative Produkt weiterzuentwickeln. Und dazu brauche ich Praktiker, das kann ich nicht als Wissenschaftler alleine. Wunderbar. Gibt es noch einen Punkt, den ich übersehen, ausgelassen habe oder den Sie noch loswerden möchten? Nein, danke schön. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Soweit Professor Harald Geißler. Mehr über seine Methode, wie zeitaufwendig sie ist, was man dafür mitbringen muss und ob sie sich mit Web2-Tools zur Kommunikation und Kollaboration kombinieren lässt. Kurz, was man weiß, was man wissen sollte, können Sie am 28. und 29. September auf dem Corporate Learning Camp von Professor Geißler ganz persönlich erfahren. Bis dahin, stay tuned. Und ich beende jetzt die Videokonferenz. Alles klar. Dankeschön. Ciao. Schönen Tag.